Es ist normal, dass am Anfang der Therapie, wenn man viel übt oder wenn man übt, die Zwänge zunehmen. Ja, das kann damit zusammenhängen, dass ich angespannt bin, dass es ja auch stressig ist, so eine Expositionsübung. Es kann damit zusammenhängen, dass mir jetzt erst so richtig auffällt, wie ausgeprägt meine Zwangsstörung eigentlich ist und dass ich hellsichtiger bin oder wachsamer bin. Was ist jetzt alles schon Vermeidung? Ja, mir fallen viel mehr Sachen auf, die nicht normal sind, sondern eben Vermeidung auch oder Zwangsritual. Und das andere ist natürlich dieses der Extinktionsausbruch. Das heißt, wenn ich anfange, ein Verhalten zu löschen, mein Zwangsritual zu löschen, wehrt sich die Zwangsstörung fast wie dagegen. Und die Zwänge nehmen erstmal zu. Mit die Ja. Zwänge nehmen zu, meinst du, die Ja. Zwangsgedanken nehmen zu und die Emotionen nehmen zu? Weil die Zwangshandlungen, die reduzierst du ja. Genau, also die Gedanken oder was mir auffällt, was ich alles noch vermeide. Also ich habe das dann ja auch auf so einer To-Do-Liste aufgeschrieben, was ich gern wieder machen würde. Das nimmt wie zu und es kostet zwar ein bisschen Zeit, aber ich finde es jetzt ein schönes Beispiel. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man mit seinem Kind an die Kasse geht und an der Kasse stehen ja oft Süßigkeiten und das Kind kriegt jedes Mal ein Bonbon, wenn man da an der Kasse ist. Und irgendwann entscheidet man sich als Eltern, nee, das ist eigentlich ungesund, das Kind kriegt jetzt kein Bonbon mehr an der Kasse. Was macht das Kind? Das Kind wird sich versuchen, das Bonbon einzufordern, wenn wir an der Kasse stehen. Ich sag nein, das Kind fängt an zu nörgeln. Ja? Das nächste Mal versucht sich das wieder, das einzuholen. Es versucht es mit einer härteren Methode. Es schreit, es brüllt. Die Leute, die da anstehen, gucken auch schon. Ja, ich bleibe hart. Und wenn es ganz schlimm kommt, wirft sich das Kind vielleicht auf den Boden und strampelt mit den Beinen und kriegt trotzdem das Bonbon nicht. Wenn ich dann das ein paar Mal durchstehe und aushalte, dann wird das Kind irgendwann aufhören, nach diesem Bonbon zu fragen. Und auch so ist es mit dem Zwang. Das ist praktisch dieses Aufbäumen beim Löschen eines Verhaltens, wo erstmal die Gedanken und so zunehmen. Also ich finde dieses Beispiel, da kann ich mir das immer gut vorstellen, wie das funktioniert. Und ich habe das eben auch nie irgendwo anfangs lesen können. Das ist auch nicht so in den Selbsthilfebüchern beschrieben. Aber sehr hilfreich zu wissen und ich teile das auch mit den Patienten, die ich begleite auf Station bei uns. Und die Ja, sind sehr da auch immer sehr hilfreich. dankbar Und auch ein für. sehr gutes Beispiel mit dem Bonbon. So geht es ja bei ganz vielen psychischen Erkrankungen, dass Ja, genau. wenn man dann irgendwas ändert oder selbst bei jeder Änderung von bestimmten Verhalten, wenn man jetzt abnimmt, abnehmen möchte und dann weniger isst, fällt es am Anfang auch erstmal schwer, dann fällt es irgendwann leichter. Genau.